bisschen einfacher. Ja, liebe Leute, hier bei mir Jan Diesfeld, Mobilitätsplaner. Er hat gerade eine neue Veröffentlichung gemacht hinsichtlich des Mobilitätskonzeptes, das allerdings, glaube ich, noch nicht so ganz fertig ist, aber das wird er uns erklären. Heute war hier in der Mensa des Benölkenplatzes nochmal eine Informationsveranstaltung. Da wollten sich die Planer nochmal Feedback abholen. Wie war das Feedback? Genau, also das Feedback war sehr reichhaltig, sehr viel Feedback, glaube ich. Also es waren heute Morgen sehr viele Leute auch wirklich dann da. Auch viele gute Hinweise nochmal, die wir jetzt aufgenommen haben. Das ist uns auch nochmal wichtig. Wir sind jetzt zwar fast auf der Zielgeraden, wollen jetzt aber auch nochmal die Ideen, die wir auch mit der Lenkungsgruppe entwickelt haben, nochmal reflektieren. Und von daher ist das Feedback heute wichtig, um auch nochmal die Bürgermeinung einzubinden nach dem ersten Forum, was im letzten Jahr stattgefunden hat. Es gab sehr viel positives Feedback, glaube ich, also gerade auch zu den Ideen, Velorouten-Netz, Stadtbusnetz ausweiten. Natürlich auch kontroverse Diskussionen, das, was sich in der Öffentlichkeit auch gerade abspielt, Pro und Contra Nordring, das muss man natürlich auch sagen. Das ist ein großes Infrastrukturprojekt, was dementsprechend natürlich auch diskutiert wird. Jetzt sagen Kritiker, es ist ein Schritt, man hat ein bisschen mehr ÖPNV, man hat viel mehr Fahrradverkehr, aber der ganz große Wurf ist es noch nicht. Ja, man muss natürlich auch sagen, Bocholt ist in dem Stadtgefüge als ländlicher Raum natürlich in Teilen noch autogeprägt. Also das heißt, diese komplette Verkehrsberuhigung, die angeregt wurde teilweise auch, also Innenstadtring komplett verkehrsberuhigen, das geht nicht von heute auf morgen. Das Mobilitätskonzept ist daher ein erster Schritt, um Verkehr herauszunehmen, Verkehr zu reduzieren und dann auch parallel auf der anderen Seite Mobilitätsoptionen auszubauen, durch Velorouten, durch bessere Stadtbusverbindungen auch. Also von daher ist das ein sukzessiver Prozess, der jetzt auch verstärkt angestoßen werden soll und gerade auch im Radverkehr Bocholt als fahrradfreundlichste Stadt noch weiter stärken soll. Aber man zäumt das Pferd so ein bisschen von hinten auf. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, erstmal so eine Vision zu entwickeln für Bocholt oder seitens der Politik zu sagen, wir möchten das und das, wir möchten stärkere autofreie Stadt werden oder sonst was alles. Das wäre doch dann sicherlich für Sie einfacher gewesen, das dahin zu planen sozusagen, als wenn das jetzt von unten aufgezäumt wird. Die Ziele, die sind ja auch besprochen worden. Das war ja auch der erste Baustein des Mobilitätskonzeptes, dass wir uns nach einer Analyse auch mit der Lenkungsgruppe zusammengesetzt haben und geschaut haben, welche Ziele wollen wir uns setzen für das Konzept. Und dieses Zielsystem, was im September 2019, war es, glaube ich, dann auch beschlossen wurde, ist ja jetzt auch Grundlage für die Maßnahmen. Das heißt, das war natürlich schon ein Prozess, der einen Baustein aufeinander aufgebaut hat in den letzten anderthalb Jahren. Der aber noch weitergehen kann. Der natürlich noch weitergeht, ist das Mobilitätskonzept ist jetzt ein Konzept, was erstmal vorliegt, was durch die Stadtverwaltung und die Politik dann auch weiter detailliert und beraten wird und was dann schrittweise in den nächsten 15 Jahren dann auch umgesetzt wird. Das wichtigste Thema, der Westring, da hat sich aber nicht viel geändert. Das heißt, Sie sagen ja ganz klar, wir brauchen den Westring, um gewisse Ziele auch durchzusetzen. Aber es ist doch letztlich eine Planung aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts, die jetzt Zukunftspolitik machen soll. Also man muss sagen, der Westring oder Nordring... Entschuldigung, Nordring war es immer. Ich habe Westring gesagt, Nordring, ja. Genau, ist ein Baustein im Mobilitätskonzept, also ganz wichtig. Die anderen Maßnahmen funktionieren grundsätzlich auch erstmal ohne den Nordring. Der Nordring schafft natürlich wesentliche Entlastungswirkung für die Innenstadt, für die Dingsbaloer Straße, für die Herzogstraße. Man kann hier dann an Konzepte denken, Verkehrsberuhigung, Fahrradstraßen, die ohne diese Verkehrsentlastung erstmal so in den nächsten Jahren oder auch Jahrzehnten nicht abzusehen sind. Das heißt, ein Nordring kann auch, selbst wenn es eine neue Straße gibt, flankiert durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen wirklich auch ein Mehrgewinn sein für die Innenstadt. Also nicht zwangsläufig dann auch mehr Verkehr. Ein Hauptargument für den Nordring ist ja immer, dass der Nordring zum Teil eben auch Erschließungsstraße ist. Aber es gibt ja heute in vielen Städten auch schon große Baugebiete, die autofrei sind. Also bräuchte man da gar keine Erschließung oder nicht in dem Maße. Ja, man muss sagen, dass diese Siedlungsgebiete, die autofrei sind, Freiburg-Vauban, Darmstadt, die Lincoln-Siedlung, das sind Großstadtsiedlungen, die am Rand der Großstadt mit Straßenbahnen, teilweise U-Bahnen angebunden sind. Also ganz andere Voraussetzungen, die wir natürlich in Bocholt so nicht haben. Also spätestens, wenn man aus der Stadt heraus will, ist der ÖPNV natürlich auch ein Thema. Da sind wir zwar auch im Mobilitätskonzept dran, aber ohne diese ganz großen Projekte, Schienenanbindungen, sage ich mal, wird es natürlich in Richtung autofreie Siedlungen zu denken, schwierig.
Und was noch fehlt, das meinen die Kritiker auch, ist das ganze Thema Verminderung des Individualverkehrs, sprich hier auch Thema autonomes Fahren. Das wird sich ja irgendwann mal entwickeln und Experten sagen voraus, wenn das so weit kommt, dann wird das den Individualverkehr ganz drastisch verringern. Autonomes Fahren, gibt es auch andere Meinungen zu, dass autonomes Fahren vielleicht sogar zu mehr Verkehr führen wird? Weil man kann sich dann vorstellen, es fahren autonome Fahrzeuge vielleicht auch oft leer durch die Gegend. Ne? Also solche Studien gibt es da auch. Diese Entwicklungen sind wirklich sehr perspektivisch und auch schwer abzusehen. Also gerade hier auf dem Land wird, glaube ich, auch das Auto noch in Zukunft eine Rolle spielen. Wir wollen die Rolle etwas zurückfahren, sage ich mal. Aber natürlich wird ja auch noch viel Individualverkehr auch in Zukunft stattfinden, gerade in den Außerortsbeziehungen. Jetzt sagt die CDU, der Nordring ist wichtig oder unabdingbar eigentlich für die Zukunft Bocholts. Da fragt sich natürlich jemand, der da eher Laie ist, ja, warum hat man dann 50 Jahre gewartet, um ihn durchzusetzen? Warum jetzt? Gut, das ist natürlich auch vieles, was über unseren Prozess hinausgeht, hat auch mit der Siedlungsentwicklung im Bocholter Norden was zu tun. Die Verkehre, die durch die Einwohnerrahmenplan Nord da entstehen werden, müssen ja auch abgewickelt werden. Und wenn man sich diese Straßenstrukturen anschaut, am Hünting, Baustraße, das sind keine Straßen, die für Begegnungsverkehre, für noch mehr Begegnungsverkehr ausgelegt sind. Und ich glaube, das war jetzt auch Anstoß, dieses Thema Nordring wirklich auch nochmal zu beleuchten und zu schauen, wie kriegt man diese Siedlungsgebiete, die gewünscht sind, dann auch vernünftig verkehrlich angebunden. Und da ist der Nordring sicherlich am Baustand. Jetzt sagen manche aber auch, es wird reichen, ihn bis zum Hemner Weg zu führen. Dann hätte man das ganze Thema Erschließung abgewickelt und den Rest wird man nicht brauchen. Wie stehen Sie dazu? Haben wir uns tatsächlich auch mal angeschaut, auch als Szenario. Man hat natürlich das Problem, zieht man den Nordring nur bis zum Hemner Weg, verteilt sich der Verkehr da auf den Hemner Weg, der Schulweg zu den Gymnasien, und der Verkehr wird sich auch auf Upte-Welle verteilen. Eigentlich auch eine verkehrsberuhigte Straße mit Einbauten, die auch auf diese Verkehrszunahmen, die dann zu erwarten sind, nicht ausgelegt ist. Da müsste man noch mal irgendwas anderes machen, wenn man das wollte. Dann müsste man Upte-Welle vielleicht komplett ausbauen. Man hat dann aber auch das Nadelöhr an der Volksbank am Kreisverkehr. Also auch da kommt man eigentlich nicht vernünftig durch. Sind Sie bislang zufrieden mit der Beteiligung der Bocholter? Sehr zufrieden. Also man muss wirklich sagen, beim ersten Forum waren es über 80 Personen. Über die Internetbeteiligung im letzten Jahr haben wir über 250 Personen erreicht. Heute kann ich nur schätzen, ich würde aber auch sagen, dass die Zahl dreistellig war. Im Vergleich zu anderen Städten ist die Beteiligung wirklich enorm. Auch bei der Stadtgröße hat natürlich auch viel mit den augenblicklichen Diskussionen zu tun. Das Mobilitätsthema ist halt sehr breit in der Gesellschaft, gerade auch diskutiert in Bocholt. Ich habe gehört, Sie sind wieder zurück nach Bocholt gezogen. Das heißt, dann müssten Sie auch doppelt dahinter stehen. Ja, natürlich. Also einerseits macht es natürlich Spaß, auch so in seiner Stadt zu arbeiten. Man kennt sich ja auch ein bisschen aus. Andererseits ist es natürlich auch schön zu sehen, was in den nächsten Jahren und Jahrzehnten daraus dann wird. Wollen wir es hoffen. Dankeschön. Ja, danke auch.